natürlich tatkräftig unterstützen, das wünscht er auch. Ich werde Ihnen Ratschläge geben, die Technik wird natürlich weitergestellt, Spendenkonto etc., dass er das auch dementsprechend weiter seine Richtigkeit hat und er mit seiner Aufgabe Tag für Tag wachsen kann. Ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, kurzfristig, dass er gesagt hat, ich mache das, ich fühle mich in der Lage und es muss weitergehen. Und darum habe ich jetzt die letzten Anmeldungen noch gemacht, dass ich als Veranstalter hier stand. Und jetzt hat er gesagt, gut, ich mache das. Er ist sich dem Risiko bewusst und bin ich sehr stolz, dass er das heute gemacht hat. Dann wurde auch im Orga-Gespräch gestern gesagt, wenn wir einen neuen Veranstalter haben, ist auch ein neues Gesicht hier steht, dass die Pogida nicht mehr Pogida heißen wird, sondern es wird beratschlagt über einen neuen, besseren Namen vielleicht, dass man da mehr dran ableiten kann, Potsdamerinnen und Potsdamer Bürger hier auf die Seite von uns zu kriegen, zu holen, dass der Protest lauter wird. Und bis dahin haben wir auch gesagt, die letzten Termine, wie man schon entnehmen konnte, wurden abgesagt. Das habe ich auch noch gemacht. Aufgrund lenken wir mal der Polizei ein. Die Gespräche zwischen den Holger Schmidt und mir werden auch noch andauern, wie wir dann dort weiterhin gehen, neue Versammlungen machen, dass es auch größer wird. Der Holger Schmidt ist keine Überraschung. Der hat nämlich dann auch größere Anlage mit 2 Boxen. Wir vergrößern uns, auch das Demonstrationsauto wird jetzt kommen, was wir lange schon angekündigt hatten. Jetzt ist es soweit, dass das alles Hand und Fuß hat. Ich werde weiterhin, so wie ich kann, nach Termine und Terminfreiheit mich der Veranstaltung weiter beteiligen. Als Redner stehe ich gerne zur Verfügung. Auch die künftigen Redner, die wir hier schon hatten, Kurt Schumacher, Graziani, die bleiben uns erhalten natürlich. Die werden hier weiterhin herkommen und auch dem neuen Veranstalter die Treue wie mir halten und sagen, es geht um die Sache und sie werden hier auch ihre Reden halten. Der Kurt Schumacher hat heute eigentlich zugesagt gehabt, ist aber leider verhindert.